Es ist eh eine Katastrophenwoche, aber was willst du machen? Und damit willkommen zu einer Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ich hoffe, ihr seid mir nicht ganz so sauer, dass ich im Moment wirklich nur ein oder zwei Folgen pro Woche bringe. Hier auf YouTube streamen tun wir hier ja nicht, aber die Streams haben wir ganz gut eingehalten. Auf Twitch, aber ja, es ist eine ziemlich Krampfwoche. Also ich wurde jetzt eben auch gefragt, wie läuft denn die Liga? Und dann fangen wir einfach mal an hier im Clan. Totos Bande, Hit-Up-Wochen, wie immer. Das liegt einfach immer noch daran, dass wir hier irgendwann mal aufgestiegen sind mit einer etwas zu starken Truppe und jetzt die Truppe nicht mehr so kompensieren können. Also wir kriegen die Rathäuser nicht mehr rein, sondern meistens sind sie ein bisschen drunter. Und deswegen ist es dort umso schwieriger, die Liga zu halten. Ich meine, Liga halten werden wir hier, aber es ist auch sehr, sehr nervig. Das wisst ihr selber, wenn du 7 Tage lang jeden Tag nur stärkere Rathäuser gegen dich am Spielen hast, dann ist das schon unheimlich schwer. Und ich bin hier ja auch mit wirklich komischen Accounts dabei, vor allen Dingen der hier unten. Donnerbengel 2 ist mir gestern mal endlich mal was gelungen hier mit dem Elver. Die Base ist aber jetzt auch nicht so stark, aber die hatten auf jeden Fall Clanbook hier drin. Also das durfte ich auch nicht ganz vergessen. Und ich habe mit dem kleinen Account, ihr seht das, komplett alle Tränke genommen und habe aber auch noch keinen Eisgolem. Das heißt also gerade hier die Funnel-Mitte, beziehungsweise dann so ein bisschen das kleine Kill-Squad. Mit Ice Golem geht hier halt noch nicht, deswegen habe ich mich entschieden, ich nehme einfach 3 Riesen mit. Ist genau die gleiche Anzahl an Summe, wie der Ice Golem an Platz hat. 15 Ice Golem, 3 Riesen, auch 15 Platz. Und auch die Trefferpunkte passen so in etwa. Sie haben halt nicht diesen Freeze-Effekt am Ende, wenn sie denn versterben oder halt im virtuellen Tod hier sterben. Aber man kann sich trotzdem ganz, ganz gut benutzen hier. Die halten so ein bisschen aus. Ich meine, ich habe sie jetzt immerhin hier auf 8, was auch nicht schlecht ist. Ich habe die mit dem Account natürlich noch nicht auf 8, aber dank des Tranks gehen die halt ein bisschen höher. Ich habe auch vorher ein bisschen gefarmt, ob ich nicht die coolen Tränke nochmal aus den Truhen hole, wo ich halt eine gewisse Anzahl an, ich glaube, es war eine gewisse Anzahl an Angriffen oder eine gewisse Anzahl in Minuten oder Stunden Angriffe habe ohne Ende und meine Helden und Truppen und so sind alle Max. Ist auch nicht schlecht. Hit up ist love. Manche machen mit dem Dreier Safe Zweier. Ja, ich auch, aber auch nicht immer, muss ich sagen. Aber hier ist mir endlich mal ein Dreier gelungen, was auch nicht schlecht ist. Gerade mit dem kleinen Account hier habe ich gedacht, ich mache auch mal Lalo, irgendwas mit Lalo mal ein bisschen ausprobieren. Wartezeit und Bauzeit ist da sowieso massiv. Ich muss halt nur aufpassen, dass das Handy mir irgendwann nicht ausgeht, aber ich werde den Account wohl jetzt auch irgendwann mal hier aufs Tablet bekommen. Aber als ich dann reinkam ins Game, ich war ja gestern auf Reise, also ich war mal wieder auf der Autobahn und habe mir einen Timer gestellt, als ich bei Chroma weggefahren bin, von 5 Stunden oder sowas oder keine Ahnung. Und dass ich auf jeden Fall den Angriff nicht verpasse oder seine Angriffe nicht verpasse, weil ich halt den Trank genommen habe. Im vorletzten, also in dem Clankrieg vorher und in diesem hier. Nur habe ich nicht auf die Zauber geachtet, denn jemand hat mit diesem Account hier zwischenzeitlich kurz mal angegriffen. Ne? No go. Und da habe ich nicht drauf geachtet, dass ich nicht die richtigen Zauber dabei hatte, sondern noch Zauber für eine andere Armee. Und wenn wir sowieso bei Hit-Up sind hier, die Jungs können natürlich dippen ohne Ende. Und hier wird auf ein relativ frisches Rathaus 14 gedippt. Und das ist eigentlich dann für so ein 15er, 16er, je nachdem, was das war. Nummer 4 weiß ich gar nicht. Hätte ich mal fast gesagt, ein ziemlich gefundenes Fressen, wenn da nicht noch irgendwo der Teufel mitspielt. Aber die Dreiern halt, ne? Mein Gott. Was willst du da machen? Da kannst du auch nicht wehren. Was machen die Riesen in deiner Mitte? Wieso nimmt der Riesen mit? Die nimmt kein Mensch mit. Aber gut, sie tanken halt ganz gut und sie sterben auch nicht, ne? Aber tanken die denn jetzt hier noch ein Lager, okay? Naja, müssen wir halt mal so hinnehmen. Und Giftzauber brauchen die auch nicht. Also könnte hier so ein Kisuke Urahara könnte verwandt sein mit Chromoletta. Die nimmt ja auch ihren Gift auch nie. Mhm, okay, na. Was willst du machen? Okay, dann springen wir mal in die anderen Clans rein, würde ich sagen. Also Totos Bande wird in jedem Fall die Liga halten. Ich habe eigentlich gesagt, wir wären Zweiter, aber es wird jetzt schon ein bisschen sportlich, muss ich sagen, die letzten beiden Spieltage. Ich denke mal, wir wären doch kein Zweiter, sondern eher so Fünfter, Sechster, Vierter. Mal gucken, wo wir noch hinkommen. Ein paar Angriffe habe ich ja noch offen hier, aber wir haben auch noch massiv Zeit hier, so ein bisschen
kleinere Zeitverzögerung hatten wir, aber die Oktober-Saison läuft auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht hier an. Und dann würde ich sagen, gehen wir zu Free-to-Play einmal rüber und gucken da uns die Liga an. Wie bereits angedroht im Clan Free-to-Play, auf die Frage, wie läuft die Liga? Die Liga läuft hier, glaube ich eigentlich ganz gut. Was ist das eigentlich für ein Satz? Glaube ich eigentlich ganz gut. Eigentlich läuft sie nicht ganz so gut, weil wir auch so hier und da schwächeln. Jeder schwächelt, ich schwächel, ihr schwächelt. Und jeder hat nicht immer einen guten und glücklichen Tag. Wie zum Beispiel der Lars hier nicht. Der hat halt mal einen unglücklichen Internettag gehabt. Und Eternity hatte hier einen etwas glücklicheren Tag. Aber als solches sieht die Woche eigentlich ganz gut aus. Wir sind hier nur 15er, 16er und 15er im Einsatz. Das passt auch. 15 Accounts. Und ich hatte ja die Frage gestellt mit den vielen Medaillen und so. Ich weiß, das war eine total hohle Videofolge. Ist nichts bei rumgekommen. Aber letztendlich sind dann tatsächlich nicht viele hier rausgegangen, sondern es gibt echt noch viele, die wirklich keine Liga spielen und dementsprechend oftmals nur die Trostmedaille mitnehmen. Für kleine Accounts mag das noch sinnvoll sein. Ich sag mal so ein 7er, 8er, 9er. Wenn die in solchen Clans abhängen, hier die Champion einspielen, dann nehmen die natürlich mehr Medaillen mit, als dass sie in irgendeiner Liga dieser Welt bekommen würden am Ende. Und aber ich finde es eigentlich schade, dass die Leute gerade die Liga-Woche nicht nutzen, um, ich nenne es mal so, um so ein bisschen ihr Können zu zeigen, was sie dann vielleicht in den CWs nicht so wirklich machen, weil ich glaube, so einen normalen CW geht man jetzt nicht so an wie so eine Liga-Woche. Die Liga-Woche ist halt einmalig und einmal im Monat und dann hast du erst wieder 3 oder 3,5 Wochen Ruhe. Clankriege kannst du immer spielen oder auch nicht. Ja? Rot-Grün-Stellung, ihr kennt das Spielchen. Aber ich finde es eigentlich schade, dass so viele, und ich habe auch wirklich alle eingeladen, das kam noch dazu, alle in andere Clans eingeladen, also die Chance zu spielen hatten auf jeden Fall, ich denke mal, alle. Und einige haben sie genutzt, einige haben sie halt nicht genutzt, warum auch immer, aber Eternity hat es auf jeden Fall hier unten ganz gut genutzt mit 3 Sternchen. Bisschen unglücklich, dass wir hier eine Nullnummer haben und einen Einsterner gegen den Clan Imperator. Ist ein deutscher Clan, hört sich gar nicht so an, also, aber Grüße gehen auf jeden Fall raus. Wir haben ja zwei oder drei deutsche Clans sogar hier in der CWL diesmal mit Free-to-Play. Ich glaube, da gab es noch die Ostdeutschen und die Rheinbäcker, meine ich, das sind auch noch deutsche Clans gewesen, aber hier hat sich auch ein Zuschauer bei mir im Discord gemeldet. Ist auch mal ganz witzig. Der aber nur 82% geschafft hat, wer könnte es gewesen sein? 82. Hat er mir doch extra geschrieben, ich habe 82% geholt, Edgman. Naja, aber auch nicht, hat halt auch nicht gereicht. Aber ansonsten sieht die Woche eigentlich ganz gut aus. Wir sind irgendwo hier so 6er und 170 zu 140 zu dem Absteigen, glaube ich, ist glaube ich noch ganz in Ordnung. Wichtig ist eigentlich hier bei uns, so sage ich das mal, dass angegriffen wird. Ja, dass angegriffen wird und wenn es dann mal eine Nullnummer wird, weil irgendjemand sein Internet verliert, dann ist es nur ärgerlich, mehr nicht. Er hat ja angegriffen. Wobei ich mich auch frage, kommt das wirklich noch häufig vor, dass man so ein Lost Line hat hier? Oder ist das dann dem geschuldet, dass man vielleicht schlecht konfiguriert hat oder in irgendeiner Region gerade ist, wo man irgendwie, weiß ich nicht, schlechtes Netz hat. Ich meine, ich weiß, wo ich nicht angreife, mobil. Das ist auf jeden Fall überall, wo mein Handy sagt, du hast noch E. Ja, ich habe ja manchmal auch nur Verbindung E. Da brauche ich nicht angreifen, weil dann tut sich nichts. Und wenn ich dann irgendwo angreife, mobil vor allen Dingen, dann bleibe ich an Ort und Stelle stehen und laufe nicht noch hin und her. Das wird dann an der Stelle gar nichts bringen. Der Warden hier, schade, dass er den Warden hier so verloren hat, der sich da um die Skelette gekümmert hat. Aber da muss man halt ein bisschen aufpassen. Die Erfahrung habe ich auch schon gemacht mit dem Ollen Warden, dass man die Bären vor allen Dingen nicht so lange laufen lässt von den Druiden. Ja? Weil die laufen halt auch hinterher. Beziehungsweise der Warden folgt denen auch gerne. Aber es sind ja 2 Sternchen geworden. Und ich glaube, 3 hat jetzt auch nicht so wirklich jemand erwartet, weil so eine ganz kleine Rathausspeicher haben wir hier unten.
beziehungsweise in Free-to-Play. Aber ich denke, 15 auf 16 kann auch immer noch ganz gut anstinken, je nachdem, wie die Bases so ausgebaut sind und wie die Angriffsstrategien sind. Ich frage mich jetzt nur gerade, wird er hier eigentlich noch 3 Sterne? Gut, die gehen ja alle echt außen rum. Wie er die dann nochmal reinbekommen hat mit einem sinnvollen Sprung. Da geht der Lux durch. Da geht der Lux gerade durch, aber da in der Mitte sind auch noch 2 Helden. Aber der ist jetzt auch gerade unsichtbar, okay. Ist nicht mehr zündbar, aber hat es jetzt geschafft, okay. Heftig. Dann denkst du auch immer, bitte, bitte fall, du Rathaus. Kann man auf jeden Fall noch spielen. Viele sagen ja im Moment, Hexen mit Druiden kannst du nicht mehr spielen, weil der Value ist nicht mehr da, dass du damit dauerhaft 3 Sterne holst, beziehungsweise damit noch viel Masse. Aber wir haben jetzt noch 1,26 Zeit, 3 Angriffe noch. Die Imperatoren haben 29, sind eigentlich schon durch. Das heißt, wenn ich jetzt mal durchrechne, 3, 6, 9. 3 mal 3 sind 9 Sterne, dann hätten wir 30 und würden noch gewinnen, aber wird schon schwierig. Gucken wir mal, was Ostdeutsch macht. Ostdeutsch verliert auf jeden Fall gegen die Rheinbäcker. Das heißt, die bleiben auf ihren 100 und wie viel haben sie jetzt gerade? 178 Sternchen hängen. Wenn wir jetzt noch 8 Sterne holen, sind wir auf jeden Fall punktgleich dort. Also wird eine spannende Sache, aber nach unten hin, denke ich mal, Richtung 7., 8. Platz wird es nicht werden. Wir werden diese Liga in jedem Fall halten. Meisterliga 3, Leute, auch sehr entspannt und vor allen Dingen mit 15er, 16er doch ganz gut zu spielen. Springen wir in den Clan. Herausforderung. Und ich bin auch nicht der Einzige, der manchmal einen Stern macht. Und damit sind wir hier auf jeden Fall bei den Herausforderern. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Sparkling gegen Kenny Powers. Aber wir gucken mal, woran hat es gelegen. Auch das muss man ja ab und zu mal analysieren. Woran hat es gelegen? Und was hat er hier? Ein paar Barbaren und die Rootrider. Okay, also auch die werden immer noch gern genommen. Auch wenn schon dreimal genervt, sind die immer noch am Start und werden auch immer noch heftig genutzt mit wahrscheinlich wieder 5 Wurzelzaubern. Ah ne, das sind nur 2, okay. Das sind nur 2 Wurzelzauber, sehe ich gerade. Aber Queen wird hier auch nicht an den Adler kommen, das heißt, er wird auf jeden Fall durchballern ohne Ende. Und Heilung gibt es hier oben natürlich auch nicht. Die Ice Golems sind unheimlich nervig, also Ice Golems in den Clanbogen, das ist schon so ein kleiner Segen, muss man sagen, denn die sind einfach nur nervig, aber es darf halt nicht drauf ballern, nur der Monolith hier, der ballert die ganze Zeit, weil den hat er irgendwie nicht mit reingekriegt hier, der ballert die ganze Zeit und da kann sich der Skill, obwohl er hat dann mit dem Skelettzauber eigentlich ganz gut geregelt hier unten. Nur die Taktik diesmal, ich renne erstmal komplett ums Rathaus rum und nehme dann am Ende das Rathaus mit. Das hat halt hier mal nicht funktioniert. Funktioniert auch halt nicht immer. Er hat damit diese Woche super gedreiert, mehrmals sogar mit der Kombination. Also erstmal das Rathaus immer wieder, dass es nicht mitballert, weil das ballert auch heftigst mit und die Truppen immer schön rumgehen und erstmal die andere Defense machen hier. Hätte hier auch funktioniert, allerdings der Adler die ganze Zeit am Schießen und auch überhaupt keine. Also es gab hier unten auch nichts, was den jetzt ausschaltet hier. Den Monolithen hat er gepackt an der Stelle. Aber der Adler ist halt auch nach wie vor eine der stärksten defensiven Gebäude hier bei Clash of Clans. Wenn der halt die ganzen 3 Minuten halt immer wieder seine Salben raushauen kann, dann sieht man in der Regel ziemlich alt aus. Mit Hexenangriffen geht das noch ganz gut, weil die Big Boys und die Hexen halten dann schon ein bisschen mehr aus oder enorm viel mehr aus. Aber wenn du das hier jetzt die ganze Zeit hast, ich meine, er hat immer noch ein paar Valkyren, hat noch 2 Frau Päcker, aber die räumen hier auch erstmal komplett dann außen ab, ne? Da hat keiner Bock hier auf den Adler zu gehen, auch wenn es das nächste Gebäude ist, aber es ist halt hinter einer Mauer und ansonsten wären die jetzt hier den Weg entlang gegangen, hätten noch hier den Bogenschützentür machen müssen oder gemacht, vermutlich, und dann erst das Gebäude, also. Aber ich bin ja froh, dass ich nicht der Einzige bin, denn ich habe in dieser Saison hier erst 3 Sterne erreicht, also 2 Sterne im ersten CK und 1 Stern im zweiten CK. Danach haben wir hier getauscht
Was ich auch gut fand, ja, fand ich sehr, sehr gut, dass wir hier schön durchgetauscht haben. Damit kommen unsere Neuen, und damit ist die Frage auch beantwortet, nehmen wir Neue mit in die Liga? Ja, machen wir. Hat nämlich super funktioniert, finde ich. Also die Neuen, die hier jetzt reingekommen sind nach dieser Werbeaktion und so weiter, sind hier richtig schön mit im Flow drin. Und also so wie ich das jetzt so ein bisschen beurteilen kann. Und dann kannst du auch ein bisschen durchtauschen. Ich habe mich mal rausgelassen, habe dafür dann, ich glaube, Comoletta so ein bisschen den Vortritt gelassen. Weil so eine kleine Pause tut mir auch ganz gut und die Medaillen brauche ich jetzt nicht so unheimlich, so ultra, ultra eng. Aber wir gucken mal, was hier oben geschehen ist. Ich denke mal, die Angriffsstrategie hier, das ist das Coole, die geht immer. Haben wir auch im Video rüber, im Livestream darüber gesprochen, denn ein Hybrid hat noch, oder in den seltensten Fällen ist der Hybrid von einem Nerf betroffen worden. Ja? Im Hybrid spielst du halt Miner, du spielst Hog Rider, ein bisschen Mauerbrecher, Helden. Ja? Und die letzten Nerfs zielten ja oftmals auf die neuen Truppen, weil die halt nicht so toll balanced sind, aber die Miner und auch die Hog Rider sind natürlich schon wirklich, wirklich lange im Spiel. Und vermutlich gut gebalanced, und wenn man dann damit auch noch gut umgehen kann, dann ist das immer noch, ich würde mal so sagen, Strategie Nummer 1 für den einen oder anderen unter Umständen, beziehungsweise auf jeden Fall für den Lord of War. Ich habe ja mal gesagt, der ist nur mal ein bisschen fremd gegangen mit irgendwelchen Drachen mal, aber ansonsten hat er sich halt genau hierauf eingeschossen. Und wenn es denn funktioniert, und es hat ja funktioniert, habt ihr ja gesehen, dann werden das auch 3 Sterne. Ich spiele die eigentlich auch immer gerne. Hybrid. Ich kann auch ganz gut Hybrid, aber in den höheren Rathausstufen tue ich mich da ein bisschen schwer mit. Also gerade so der Bereich 11, 12, 13 bei mir, 14 vielleicht auch. Demnächst habe ich wieder einen 14er. Damit komme ich noch ganz gut klar mit dem Hybrid, aber im 16er Bereich, ich sag mal von 20 Angriffen wird dann mal einer oder zwei Stück ein Dreier, weil die Bases halt dementsprechend passen. Aber also nehmen tue ich den auch, und er ist auf jeden Fall immer für 2 Sterne gut, keine Frage, je nachdem, wo das Rathaus steht. Aber du kannst halt so unheimlich viel auch aus dem Hybrid rausholen. Ja, wenn du, ich sag mal so, deine Queen verreckt dir beim Queen Charge, dann setzt du den King, der funnelt ein bisschen weiter. Du hast immer noch den Royal Champion und die Kaserne, um irgendwo, ich sag mal, deinen Funnel herzustellen, sodass deine Haupttruppen irgendwie, wenn es denn notwendig sein sollte, das Rathaus mitnehmen. Und das macht den Hybrid eigentlich so interessant, weil der Hybrid ist gut für 1 Stern, gut für 2 Sterne und super für 3 Sterne. Aber gerade der mittlere Bereich 2 Sterne irgendwie rauskitzeln, dafür ist diese Angriffsstrategie perfekt, weil du halt so viele Möglichkeiten hast, dass du sagen kannst, okay, ich habe jetzt gerade alle Helden verloren, jetzt habe ich nur noch meine Miner und meine Hogs, dann müssen die es halt reißen, und oftmals sind die es, die es dann reißen. Hier hat er auch noch ein bisschen Cleanup, sehe ich gerade, was ist hier so nervig gewesen? Ah, okay, hier unten noch, aber hier sind auch, ihr seht das hier, die Schaufler sind wirklich, wirklich stark, aber sie werden halt auch nicht genervt. Gut für uns, gut für den Lord of War oder auch gut für alle, die Hybrid spielen. Also ist es nach wie vor eine Taktik, die wirklich super funktioniert. Man muss sie halt nur spielen können. Und ist auch nicht jedermanns Sache, muss man ganz klar sagen. Gerade mit den Hogs, mit den Minern und auch mit dem Passing dann, dass du die auch wirklich cool spielst. Miner vorweg, Hogs hinterher. Am besten noch den Roll Champion auch mit den Hogs noch rein. Da hast du nochmal zusätzlich 10 Hogs auf dem Feld. Sind, glaube ich, 10 Hogs, ne? 10 Hogs hat der, meine ich. Und was natürlich auch nicht schlecht ist. Aber Liga sieht hier, ich habe heute Abend noch gar nicht reingeguckt. Sieht hier ganz gut aus, es wird aber bockschwer, muss ich sagen, denn wir müssen noch gegen den ersten spielen, morgen, und morgen bin ich wieder damit dabei, weil wir haben wieder ein bisschen durchgetauscht, also morgen übermorgen mache ich die Liga hier noch mit, und weil wir haben jemanden, der muss halt jobmäßig ein paar Tage weg, und der ist raus, das heißt, 2 Accounts haben wir nochmal kompensiert, das heißt, ich bin dann morgen mit dabei, und ich glaube, der Paul ist morgen noch mit dabei. Aber halt, ich wollte da nicht raus. Aber es wird auf jeden Fall sehr, sehr schwer, weil die AMC Minis machen auch viele, viele Sternchen. Und Alash, wie heißen die? Priit. Gegen die haben wir schon gespielt, aber die müssen am letzten Spieltag nochmal gegeneinander spielen. Und das könnte natürlich nochmal sehr interessant werden. Vielleicht spielt uns der zweite noch in die Karten. Und wir machen halt noch ein paar Sternchen in den unteren Bereichen. Von der Schwierigkeit her, ja, könnte natürlich Rathaus 17 so werden wie Rathaus 15. Mal sehen, wissen wir alle noch nicht, aber ihr habt erstmal einen coolen Status, und ich hoffe, eure Ligen
Sind auch wieder so einigermaßen gut durchgegangen. Ihr habt wieder viel gehittert. Ihr konntet vielleicht auch viel dippen. Oder aber ist das Making, ich nenne es gar nicht Matchmaking, das Making des Gegenüber hat mal ein bisschen gepasst. Das kommt ja manchmal auch vor. Im Rathaus 16-Bereich ist relativ einfach. Wenn du irgendwo Champion spielst, dann hast du meistens nur 16er. Ab und zu mal ein 15 dabei, wird aber eher seltener. Und da hast du natürlich so eine Art Making. Ansonsten gibt es das natürlich nicht. Aber ich hoffe, ihr habt euch nicht ganz so sehr ärgern lassen in dieser einen Woche. Wir auf jeden Fall auch nicht. Wir haben auf jeden Fall, was ihr nie tun dürft, ihr dürft nie euren Spaß verlieren. Ja? Nie euren Spaß verlieren. Ihr müsst dran denken, es ist nur ein Spiel. Das reelle Leben findet woanders statt. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen, am Kanal dranbleiben. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Toto. Clashed.